wahrscheinlich keiner im Studio wird auch jemals gehört haben, dass ein Handwerker angeboten hat, wir machen ohne Rechnung und dann ist das ein anderer Betrag. Natürlich. Wird keiner im Studio gehört haben. Und trotzdem ist es leider so, dass es in Deutschland natürlich eine Tendenz gibt, Steuern zu sparen. Und wer mit viel Einkommen hat, hat offenbar noch einen größeren Anreiz und dann auch noch rauszugehen. Und es ist alles nicht in Ordnung, weil es immer unser Sozialwesen und unseren Staat entscheidet. So ist es. Ich kann das absolut noch nachvollziehen. Ich kann es sogar noch ein Stück weit nachvollziehen, auch wenn ich es mir anders wünschen würde. Wenn die Friseurin, wenn die irgendwo 20 Euro bekommt von einem Nachbarn, dem sie Haare geschnitten hat und die nicht angibt, weil sie sonst nicht rumkommt. Ich kann es noch irgendwo verstehen, wenn einer mit einem kleinen Job sich das Auto schwarz reparieren lässt, weil er sonst nicht bezahlen kann. Der Staat guckt da wissentlich weg, weil er sagt, wir wissen, die kommen sonst nicht rum. Das ist schon so ein Agreement fast. Aber da wir reden über geschätzte 350 Milliarden in dem an Volumen. Indem einer das Vermögen hat, dass er sich das bequem leisten kann, seine Steuern zu zahlen, indem es nur noch um Luxus und noch mehr Luxus geht. Auch in meiner Situation, wenn ich mir jetzt sage, ich werde jetzt die Möglichkeit, ich habe von klein auf von diesem Staat profitiert und bin dankbar dafür. Heute nehme ich es auch noch gerne in Anspruch. Das muss bezahlt werden. Wenn ich jetzt in der Situation, wo ich bin, wo ich mir es auch leisten kann, diese Steuern zu zahlen, das ins Ausland bringe, es nicht zu bezahlen und überlasse dann die Lasten, das zu tragen, der Putzfrau und den kleinen Leuten, dann finde ich das eine Sauerei. Und das kann ich dann weniger akzeptieren, als wenn der Kleine 20 Euro nicht angibt. Okay. Sind wir uns einig? Ganz kurz, Herr Bach, von Hans Eichel stammt der schöne Satz, der Trieb der Deutschen zur Steuervermeidung ist ausgeprägter als ihr Sexualtrieb. Das ist wahrscheinlich ein wahrer Satz. Helge, wie vermeidest du, zu hohe Steuern zu bezahlen? Ich zahle hohe Steuern. Also ich bin von Anfang an einfach immer gewillt gewesen, meine Steuern zu bezahlen. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich nichts schwarz mache, weil es mir ja auch vor allen Dingen gut geht. Er hat gerade angesprochen, die Putzfrau, die irgendwie für ein Apfel und ein Ei arbeiten muss und sowieso nicht vorne und hinten auskommt. Es kommt darauf an, was Sie ihr zahlen. Ja, genau. Da wollte ich jetzt aber im zweiten Anlauf erst drauf hinaus. Ja? Und zwar eigentlich müssen die Löhne steigen. So, und die sind wirklich absolut, also wir leben in einer Gesellschaft, wo alles immer nur billig sein soll. Und dadurch fallen auch die Löhne. Also wir gehen irgendwo hin, wir fressen alle viel zu viel, wir verbrauchen viel zu viel, wir gehen viel zu viel auf Klo. Und was dann übrig bleibt, ist irgendwie ein unheimlicher Konsum. So, und aber er hat recht. Ja. Demgegenüber entsteht dann dieses Manko, dieses Minus, dann fehlt nämlich das Geld. Und das kriegen dann natürlich dann irgendwie so Fettsäcke wie der Uli Hoeneß. Ja, komm, kriegen das geschenkt. Und ich meine das jetzt nicht persönlich. Das ist beleidigend. Nein, ich meine das nicht persönlich böse. Es tut ihm ganz gut, wenn er mal irgendwie einen Monat irgendwie in Urhaft gehen würde bei Wasser und Brot. Für so eine Scheiße, die er da gemacht hat. Ja, und er weiß das wahrscheinlich noch nicht mal so genau. Ich finde die Sache, er ist sehr naiv gewesen. Ja, muss ich dazu auch sagen. Er ist ein Blödmann. Wie verfolgst du das? Also wie schaust du auf diesen Fall? Ich sehe nur die Eckdaten, muss ich dazugeben. Aber ich finde, jemand, der sowas in so einer großen Größenordnung macht, der ist von Natur aus ein bisschen blöd. Also das muss er jetzt ausbaden. Er verliert einfach sein Gesicht. Wir haben eben gesprochen von Idol. Er war ja ein Idol. Ist das jetzt ein Idol? Eine moralische Instanz. Eine moralische Instanz, ja. Also für mich nicht. Nee, jetzt nicht mehr. Also überhaupt nicht. Jetzt nicht mehr. Ja, darum geht's. Das war jetzt hart, ich weiß. Nee, aber das ist ganz klar. Ich meine, egal wie das jetzt ausgeht, die Untersuchung steht ja noch an, aber die Figur Uli Hoeneß, die wir alle gekannt haben, die wird es so nicht mehr geben.